So, und weiter geht's. In der letzten Folge haben wir mit viel Vergnügen dem armen, glatzen Lolli Sidi das Herz gebrochen, indem wir ihn ruiniert haben. Denn nun sind wir die besten Rammler-Bowling-Spieler im ganzen Übelland. Ja, so kann's gehen. Pech gehabt. Was uns das jetzt gebracht hat? Keine Ahnung. Risiko! Wenn irgendjemand von euch das Spiel kennt, rasante, relaxte und relativ reibungslose Reise per Reiseloch, könnt ihr uns eventuell sagen, zu wie viel Prozent wir schon damit durch sind? Also jetzt nicht spoilern, aber würde mich halt mal interessieren, wie lange das Spiel noch geht. Weißt du, irgendwie gefallen mir diese Lochreisen. Mir kam gerade eine Idee, auf die ich noch gar nicht gekommen bin. Wo ist unser Grillspieß hin? Habe ich den Spieß da schon mal reingesteckt in das Loch? Geht das? Werden wir gleich sehen. Na komm, lauf, Mel. Mel Block. Ich frage mich ja, wie er im Original heißt. Er ist der Flux Wildly? Glaube ich zumindest. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ah, da ist der Grillspieß. Der muss doch ganz schön heiß sein. Man war dem im Feuer. Und der ist auch aus Metall. Und wir laufen und wir laufen. Ja, armes, kleines, aggressives Eichhörnchen. Armes, kleines, depressives Häschen. Arme, kleine, depressive Schaufensterschilder. Arme, kleine, psychotischen Gürteltierchen. Armer, armer, großer Schrank. Okay, genug davon. Bereit, Flux? Auf diesen Moment haben wir lange gewartet. Lass uns doch mal nachschauen, was für hochsensitive, königliche Staatsgeheimnisse in diesem Möbel versteckt sind. Es ist eine hochsensitive, königliche, geheime Staatsstoffmiezekatze. Hurra! Ups, jetzt schau dir das an. Fällt doch diese Stoffkatze hier vom Regal und landet genau in meiner Tasche. Seine königliche Grinsität zu bestehen ist einfach abscheulich, Mal. Mach's doch mal! Ja, passiert mir auch, wenn ich einkaufen bin. Da fällt mir doch ganz einfach so, keine Ahnung, eine PlayStation-E-Tasche. Oder sonst was. Oder eine neue Grafikkarte. Denkt dran, liebe Kinder, stehlen ist ein Verbrechen. Eine mitgenommene Stoffkatze. Können wir die irgendwie pimpen? Rosa, rosa? Funktioniert das? Die hält nicht. Irgendwie muss ich sie festmachen. Ja, das ist niedlich. Okay. Ja, das ist wirklich niedlich. Eine mitgenommene Stoffkatze mit Zähnen und einem Schwanz. Sieht ein bisschen aus wie das Eichhörnchen aus dem Buch über Eichhörnchensex. Ja.
Magst du das haben? Dafür könnte es sich vielleicht sogar interessieren. Nur kann es von da oben so gut wie nichts erkennen. Hm. Die Schwelle zum Haus des Eichhörnchens. Tja, sie gefällt ihm offenbar, aber sie scheint ihm nicht richtig zu antworten. König Nix Spieluhr mit Tinte drauf. Genommene Stoffkatze mit Zähnen und einem Schwanz. Das sollte ihr ein bisschen mehr Leben einhauchen. Ui, das war's wirklich? Oh, das war süß. Bizarr, aber süß. Dir ist natürlich klar, dass das nur in einer Scheidung enden kann. Sie haben einfach keine gemeinsamen Interessen. Ja, ja. Ich habe jetzt so viele Sprüche auf Lager, die allesamt nicht jugendfrei sind. Hol mir meine Nuss. Flachs, könntest du darauf gehen und dir diese Nüsse schnappen? Klar doch! Man weiß ja nie, wann man ein paar extra Nüsse mal brauchen kann. Okay. Ich dachte nur, weil der Zacken hat, vielleicht kann man dem sägen, aber... Jetzt haben wir halt Nüsse. Nüsse. Bowling Pins, geschmackvoll arrangiert. Eine billige Kette aus der Spielhalle. Der Übelator. Pfefferschote braucht man noch, sonst haben wir eigentlich alles. Zumindest fällt mir jetzt nichts mehr ein, wo wir doch irgendwo was erledigen könnten. Und da haben wir alles erledigt. Im Übelland haben wir alles gemacht. Trickreich auch. Pures Genie. Hallo, Wirbar. Meine strengst geheimsten Helfer sind wieder da. Muss er uns immer so nennen? Was macht der Nidifizierer? Schauen wir hier doch mal nach.
Wal? Walnüsse? Stimmt das? Wartet mal. Wir können die Maschine ja gar nicht testen, bevor nicht alle 12 Bauteile installiert sind. Kind. Kegel? Kind und Kegel? Hemd. Bogen. Bogen. Ein Pfeil. Pfeil und Bogen, ah. Regen, Morgen. Morgen. Ein Pufferfisch. Eine billige Kette aus der Spielhalle. Kette. Hemd. Kette. Da habe ich kaum. Eis. Umhang. Morgenmantel. Morgenumhang. Nee, hat keinen Sinn. Degen und Mantel. Mantel und Degen, vielleicht? Pufferfisch? Morgen. Spiele. Ich gucke einfach mal, was jetzt hier von richtig ist. Degen. Eis. Morgen. Testen wir mal. Acht Gegenstände. Nicht ganz, du Nobelpreisträger. Acht sogar in korrekter Reihenfolge. Okay. Ich schätze mal, dass die hier falsch sind, die ich gerade einfach so eingebaut habe. Und der Pömpel bestimmt auch. Salz und Pömpel ergibt keinen Sinn. Okay. Merken wir uns mal so. Vergesst eure Sachen nicht! Boah. Ich gehe noch mal alle Räume durch. Die sind am Saufen. Da gibt's nichts mehr. Moin, mein Herr Kaskunst. Ja, schauen Sie mal, wer da hereinschneit. Eigentlich wollte ich ja nur noch mal diesen wunderbaren Mischakzent hören. Danke, tschüss. Spielhalle. Kostümverleih, da war auch nichts Neues. Wir reden mal mit ihr einfach. Hallo Dreiecktitte. Wir sind wieder da. Irgendwas ist anders an Ihnen. Jetzt weiß ich's. Sie waren doch früher pink. Nein, das war er. Oh mein Gott, oh Gott. Entschuldigung. Manchmal bin ich aber auch so ein Dummerchen. Ich hoffe, dieses Buch ist irgendwie tiefschürfend genug für Sie. Oho, ja. Ich meine, die Handlung ist irgendwie vorhersehbar. Aber dieser Symbolismus darin ist einfach atemberaubend. In diesem Buch? Symbolismus? Aber wissen Sie, Enigma war auch irgendwie cool. Tja, dann mal bis später, irgendwie, Miss Schnitt. Ja, sicher. Bleiben Sie cool. Hä? Die Stimme war jetzt irgendwie anders. Moment, ich glaube, die Katzen machen da Unsinn. Es klang zumindest so. Thank you.
Das Verbotene hat halt immer einen gewissen Reiz. So auch die Küche für die Katze. Okay. Tiefschürfender Symbolismus im Buch über Eichhörnchenpaarung. Ja. Warum nicht? Fluffy Schnuckelhäschen. Wald, Eingang. Wir gehen da nochmal rein. Vielleicht hat sich ja was geändert. Vielleicht sind jetzt alle komplett K.O. oder in die Luft gekitzelt. Man weiß es nicht. Peitschen Polly mag keine Undankbarkeit. Hier gibt es sonst nichts Neues. Scarecrow geht's gut. Das Eichhörnchen poppt rum. Hier ist auch alles in Ordnung. Ein Roboterschmied noch was. Nee. Kann ich den irgendwie auseinanderbauen? Nee. Okay. Im Gefängnis was Neues. Dies waren wir erst. In der Welt gibt's auch nichts. Kochtopf, Tisch. Die Fleischtöpfe des Herrn GB quellen über. Ein heißes Feuer. Halt noch mal ins Trickreich, aber auch da fällt mir nicht ein, was wir noch hätten machen können. Danke, dass Sie mit Trickreich-Tours geflogen sind. Das Gebäude zu Ihrer Linken ist Jim's Gym. Können wir irgendwie den Fisch gegen was eintauschen? Irgendwo? Hey Flachs, was wäre eigentlich, wenn ich, statt einen Fisch runterzuspülen, mal einfach... Denk nicht mal dran! Schade, ich hätte es gerne ausprobiert. Okay. Bei Wack Me noch irgendwas? Weil ich hier erstmal nochmal in die weite Wüste. Toter Geier. Ein Wegweiser. Und jetzt ist dieser Geier Futter für die Geier. Grausam, grausam, dieses Spiel. Dieser mechanische Vogel ist in noch schlechterem Zustand als die Uhr. Juckpulver.
eine Spritzblume, ein Boxhandschuh, eine Kiste explodierender Zigarren. Ich sag's dir nur ungern, mein Sohn, aber das hier ist ein Geschäft, nicht die Wohlfahrt. Eine Präsentmaschine. Ich sag's dir nur ungern, mein Sohn, aber das hier ist ein Geschäft, nicht die Wohlfahrt. Wir sind wieder da. Schön, Sie wiederzusehen. Sie beide sind ziemlich dauerhafte Dauerkunden. Ich glaube, Ihre Geschenkmaschine ist leer. Natürlich ist sie leer. Ich habe doch sogar von hier aus zugucken dürfen, wie Sie jeden einzelnen Preis herausgeholt haben. Ja. Also, worüber beklagen Sie sich dann? Keine Klage, nur Konversation. Das war ja sehr lustig, aber wir müssen weiterziehen. Tja, Hals- und Beinbruch. Ja. Ich gebe mal der Frau Schnitt ihr Buch zurück. Vielleicht bringt mir das irgendwas. Ja. Sag ich auch immer. Ist mein Lebensmotto. Weiß jeder, der mich kennt. Ich sitze oft einfach so vor mich hin und sag. Kommt immer gut. Ist ein guter Gesprächseinstieg. Macht alle glücklich. Könnten wir vielleicht die Bücher nochmal tauschen? Ist irgendwie okay. Abwechslung macht ja irgendwie das ganze Leben erst abwechslungsreich oder so. Genau das. Ich bin doch auch so wohl schon auffällig genug. Okay, das Fliegenkostüm mögen sie auch nicht anziehen. Oh Gott. Schlagloch, Schild. Ich hab grad keine Idee. Also, bis zur nächsten Folge. Ui.